Ja, guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie trotz des garstigen Wetters den Weg hier in die Schaubühne gefunden haben und alle, die uns an ihren jeweiligen Geräten zuschauen. Sie machen sich einen schönen Abend. Sie können wahrscheinlich schon mal ein Stückchen Rotwein aufmachen, so zum Mitgehen. Und wir freuen uns auch, dass Sie dabei sind. Ich sollte immer wieder sagen, das habe ich jedes Mal vergessen, dies ist eine Veranstaltung der Schaubühne Berlin, die ich schon seit vielen Jahren durchführe und seit ganz vielen Jahren, nicht von Anfang an, aber seit vielen Jahren wird diese Veranstaltung von der Böll-Stiftung finanziert. Das ist eine Kooperation zwischen der Heinrich-Böll-Stiftung und der Schaubühne Berlin. Es ist jetzt der letzte Abend einer Reihe Krieg und Frieden. Nur Stichworte. Wir haben angefangen mit Ulrich Menzel, der hat uns gesagt, es gibt keine hegemoniale Macht mehr in der Staatenwelt und das sei ein Problem. Dann hat uns Maximilian Mayer ein bisschen was über China erzählt und gesagt, das ist eine bröckelnde Gesellschaft mit bröckelnder Loyalität und man wüsste nicht so ganz genau, wo das hingeht mit China. Und dann haben wir von Alice Botha gehört, dass Russland eine extrem gewalttätige Gesellschaft ist, die den Boden ihres Selbstverständnisses verloren hat und uns vielleicht überrascht mit der These hat, dass der Krieg zum Aufbau einer Zivilgesellschaft in der Ukraine beiträgt. Und heute Abend wollen wir nochmal den Blick aufs Ganze werfen, nochmal die Frage aufwerfen, ob die Frage von Krieg und Frieden auch im Zusammenhang gesehen werden muss mit einer Veränderung der Weltgesellschaft, die man irgendwie versucht zu fassen mit dem Theorem der Postkolonialität. Das ist etwas, was uns zusammenführt, indem wir uns über die Frage von Kulturgütern Gedanken machen, die uns eigentlich nicht gehören. Und legitime Ansprüche auf diese Kulturgüter, viele jedenfalls akzeptieren in unserer Gesellschaft. Aber natürlich auch mit der Frage verbunden ist, ob es nicht Kriege in der Welt gibt, die wir gar nicht so richtig zur Kenntnis nehmen, weil sie woanders stattfinden. Und ob es nicht auch Profitierungssituationen anderer Art gibt über Kriege, die wir kennen, die etwas mit dieser Veränderung der Weltgesellschaft zu tun haben. Und ich bin sehr froh, dass wir heute jemanden bei uns begrüßen können, der seit langer Zeit über genau diese Probleme arbeitet, Manuela Boatka, die nach Studien in Bukarest, in Eichstätt, in Rio de Janeiro, ich sage mal so ein paar Orte, nur nicht alle, dann längere Zeit an der Freien Universität hier in Berlin war, dort auch am Lateinamerika-Institut eine Professur hatte und seit 2015 Professorin für Soziologie an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg ist und da zuständig ist für Makrosoziologie und für ein Programm über Global Studies. Ihre Fragestellung besteht darin, ob es nicht postkoloniale oder dekoloniale Perspektiven gibt, die nicht nur die Veränderung der Welt beschreiben, sondern auch möglicherweise die Veränderung unserer Betrachtung der Welt betreffen. Also die Frage auch, ob es so etwas gibt wie eine Notwendigkeit, postkoloniale Denkweisen in die Soziologie, in den Beschreibungsrahmen der Soziologie einzuführen, auch möglicherweise in unsere Art und Weise, wie wir auf die Welt schauen. Also die Frage zu stellen, ob wir mit Dominierungsverhältnissen zu tun haben, an denen wir partizipieren, indem wir über den Zustand der Welt insgesamt sprechen. Das betrifft zum Teil über Dinge, die mit geopolitischen Veränderungen zu tun haben, die in Osteuropa ihren Ort haben. Darüber haben wir mit Alice Botha gesprochen, aber auch über Lateinamerika. Da gibt es ja auch viele Veränderungen, die eine Rolle spielen. Und natürlich auch, das ist klassisch für postkoloniale Theorien, mit einer Situation in der Karibik
Sie hat 2016 ein Buch geschrieben, Global Inequalities Beyond Occidentalism. Und in der deutschen Übersetzung, glaube ich, übernächstes Jahr wird ein Buch herauskommen, das sie mit Anka Pavulescu geschrieben hat, Creolizing the Modern. Und das geht über, jetzt merken Sie, würden Sie vielleicht ein bisschen schauen, ob das irgendwie, hört sich etwas witzig an, wenn man sagt, es geht über Transsilvanien dabei. Aber es geht um einen bestimmten Raum in Europa, der sich überkreuzt mit Entwicklungen des Habsburger Reiches, mit Entwicklungen des Osmanischen Reiches, mit Entwicklungen in Russland und mit Entwicklungen der K&K-Monarchie. Mhm. Und das sozusagen zu versuchen, dass da ein Gemisch von Bestimmungsfaktoren entstanden ist, die einen auch fragen können, was ist das für eine Mischung von Weltverhältnissen, die dort entstanden ist, die dann mit dem Begriff der Kreolisierung gefasst wird. Aber eben auch, ob nicht die europäische Soziologie sich diesen dekolonialen Begriffsüberlegungen unterwerfen muss, wenn man beispielsweise auf Max Weber guckt, wie er über die polnischen Wanderarbeiter gesprochen hat, und ob solche Arten und Weisen, über das andere zu sprechen, nicht unser eigenes Selbstverständnis berührt. Es ist, man kann sich fragen, ob solche Theorien auch etwas mit einer Art von, wie soll ich das sagen, von denkerischem Ungehorsam zu tun haben, ob man versucht zu sagen, wir haben uns an etwas gewöhnt zu denken und wir müssen, manche Leute sagen, wir müssen lernen, nicht weiter zu lernen, andere Wege einzugehen. Ich versuche mal so, dass wir miteinander über diese ganzen Fragen erstmal ins Gespräch kommen, indem ich Sie frage, Frau Wodka, ich meine, wenn Sie im Publikum schauen, ich glaube, die meisten von denen wissen, was postmodern ist. Das haben Sie irgendwann mal mitgekriegt. In den 90er Jahren sagte man, das mit der Moderne geht irgendwie vorbei. Es gibt nicht mehr die so klaren Erzählungen, die uns sagen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Man tritt so ein bisschen auf der Stelle, man ist bereit, sich sozusagen einem Zitatenreservoir zu bedienen. Man denkt, so Begriffe wie Avantgarde sind veraltet. Man tritt so ein bisschen auf der Stelle und bekennt sich dazu. Das ist so dieses postmoderne Denken. Eine postmoderne Leichtigkeit. Man konnte das auch möglicherweise in einer Art von postmodernen Verzweiflungsart finden. Wir haben hier in der Schaubühne läuft ein Stück eines klassischen postmodernen deutschen Literaten. Eurotrash ist so ein postmodernes Stück eigentlich. Jetzt dachte Manuela Boatka, postmodern ist eine Kategorie, an die wir uns gewöhnt haben, aber wir müssen uns mit einer neuen Kategorie beschäftigen, nämlich die Postkolonialität. Und können Sie uns das mal erklären, was jetzt das Postmoderne, das haben wir nun gelernt, Dezentrierung zu denken, was ist jetzt mit dem Postkolonialen dazugekommen? Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und danke, dass alle hierher gefunden haben bei dem Wetter, gerade um diese Posts zu diskutieren. Das ist auch fast inflationär, auch schon die Aneinanderreihung an Posts. Wir haben ja nicht nur das Postmoderne und das Postkoloniale, sondern das Postsowjetische war ja auch im Titel. Und da wird sehr viel versucht, über eine Temporalität auszudrücken, die trotzdem erstmal nirgendwo hinführt. Also, dass wir etwas überwunden hätten, sei es die Moderne, sei es den Kolonialismus oder die sowjetische Herrschaft, heißt noch nichts, dass wir schon wissen, was kommt. Insofern fand ich immer frustrierend an allen Posts eigentlich, dass sie erstmal einen Zwischenraum schaffen, der eigentlich eine Zwischenzeit ist, aber dass man auch lange in diesem Zwischenraum und Zwischenzeit verharren kann. Und eigentlich hat nach dem Beginn des Ukraine-Krieges mal die Presse auch betitelt, die postsowjetische Zeit und die postsozialistische sei vorbei, weil wir jetzt eigentlich zurück in die kalten Kriegskonflikte gehen.
Insofern bin ich skeptisch, was alle Posts angeht. Und das betrifft auch die Postkolonialität, zumindest was ihre chronologische Aussagekraft angeht. Mhm. Ich glaube nicht, dass die Postmoderne etwas mit einem Ende der Moderne oder einer Überwindung der Moderne zu tun hatte. Und das Irreführende an Postkolonialität ist das Versprechen, dass wir irgendwie den Kolonialismus und das Koloniale zurückgelassen hätten. Und davon zu sprechen, wir würden in einer postkolonialen Welt leben, hat als Basis die Dekolonisierung der meisten Kolonien in Asien und Afrika nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das war nicht unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, das hat sich bis in die 70er, 80er Jahre gezogen. Allerdings geht man davon aus, dass das eine Epoche war, die dann schon abgeschlossen ist. Und alles, was noch an kolonisierten, besetzten Territorien es heute auf der Welt gibt, tut man so ein bisschen ab als Überreste des Kolonialismus. Aber das setzt ein lineares Denken voraus, das davon ausgeht, dass das immanent passieren wird. Ob man was dafür tut oder nicht, wird diese Dekolonisierung weitergehen. Und das ist ein Trugschluss. Weder war Dekolonisierung vorprogrammiert, noch ist die weitere Dekolonisierung auf dem Plan. Und das spielt sich an vielen Ecken der Welt, Sie haben die Karibik erwähnt, sehr stark heute noch ab. In der Karibik sind die meisten noch kolonisierten Territorien europäischer Staaten und der USA heute zu finden. Und die Tendenzen dahin, dass diese Territorien dekolonisiert werden, sind gar nicht so klar. Weil die Kolonialität, die es zu überwinden gibt oder gilt, schon so lange andauert, dass ein Entlassen in der Unabhängigkeit sowohl Risiken als auch Nachteile neben den Vorteilen birgt. Das heißt, jahrhundertelang in der Macht von Frankreich, den Niederlanden, Großbritannien gewesen zu sein, heißt eine ökonomische Abhängigkeit, heißt eine Ausrichtung der Wirtschaft auf eine bestimmte Exportrichtung, meist Monokulturen, heißt im Falle von Inselstaaten oder Inselterritorien einen sehr kleinen Markt, von dem man alleine nicht überleben kann. Das heißt, in dem Moment, in dem man aus so einer Situation in die Unabhängigkeit entlassen wird, hat man, was karibische Wissenschaftler in zum Beispiel Lyndon Lewis Flag Independence nennen, eine Flaggenunabhängigkeit. Man hat dann eine eigene Flagge, einen eigenen Pass, eine eigene Nationalhymne. Mit dem Pass kommt man aber auch nicht sehr weit, weil der natürlich von einer Reihe von Abkommen und Verträgen mit anderen unabhängigen Staaten abhängt und die Pässe auch als Währung funktionieren. Insofern sind viele der Territorien, die lange kolonisiert wurden, gar nicht so überzeugt davon, dass Unabhängigkeit und Dekolonisierung die absolut logische Konsequenz wäre einer Zeit, in der sich andere dekolonisiert haben. Das ist vielleicht das eine Extrem der Postkolonialität. Das andere ist eigentlich weiter zurück, wenn wir von Postkolonialität sprechen, als etwas, was mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs anbricht, zumindest als Epoche. Und das hat etwas Verheißungsvolles, etwas Hoffnungsvolles. Das wird dann irgendwann, werden alle dekolonisiert sein. Schafft das eine Zeitschiene, in der die Unabhängigkeit lateinamerikanischer Staaten, die ja schon Anfang des 19. Jahrhunderts stattgefunden hat, gar nicht mehr davon erfasst wird, dann waren diese Unabhängigkeiten sozusagen postkolonial avant la lettre, weil sie ja von dem Begriff auch gar nicht erfasst werden. Da fällt auch so etwas wie die haitianische Revolution unten durch, 1791 bis 1804, eigentlich die erste Revolution, die zu einer Dekolonisierung in der Karibik geführt hat, die zweite Unabhängigkeit nach der Unabhängigkeit der USA. Ein großes Ereignis, aber niemand macht Postkolonialität daran fest. Insofern finde ich die Chronologie in dem Begriff irreführend. Wir können aber, und viele AutorInnen tun das, Postkolonialität als eine Haltung begreifen. Also nicht nur die ehemaligen Kolonien sind postkolonial, sondern die Welt lebt in einem postkolonialen Zeitalter, in dem die Vorstellungen und die Mentalitäten, die mit Kolonialismus verbunden sind, überwunden werden sollten. Das ist aber vielmehr ein Projekt
als ein Ist-Zustand, würde ich sagen. Können Sie uns das mal sagen, inwieweit wir in unserer Auffassung der Welt auf postkolonialen oder auf kolonialen Schultern, so sollte man vielleicht besser sagen, auf kolonialen Schultern stehen? Ja, das hat eigentlich auch schon sehr konkrete materielle Gründe. Kollegen, allen voran Josef Böritz und Mahua Sarkar, haben in einem Aufsatz 2005, Was ist die EU?, ausgerechnet, dass zu dem Zeitpunkt, als die 10 osteuropäischen Länder 2004 der EU beitraten, es eigentlich eine limitierte EU 15 gab, zu der meist diejenigen Staaten gehörten, sowieso die Gründungsmitglieder, die Erbe der ehemaligen europäischen Kolonialstaaten waren. Nicht nur im Territorium, sondern auch in der Art und Weise, wie ihre Schulcurricula aufgebaut waren, wie ihre Geschichte als Erfolgsgeschichte erzählt wurde, wie die Geschichte des Kolonialismus, teilweise auch von Frankreich zum Beispiel bis vor kurzem noch darauf eingegangen sind in den Schulbüchern, dass das eigentlich eine glorreiche Errungenschaft gewesen ist, der französische Kolonialismus und so weiter. Also dass die EU eigentlich ein Erbe der Staaten waren, die bis gar nicht allzu lange Zeit große Kolonialmächte waren und ihr Wirtschaften, ihre Politiken darauf aufbauten, dass dieses Kolonialerbe erhalten wird. Und dass das nicht so leicht abzuschütteln ist, ist selbstverständlich. Da muss es erst was passieren. Es ist kein immanenter Prozess. Es ist auch nichts, was automatisch passiert, sondern da gehört sehr viel politischer Wille dazu und da gehört ein Bildungsauftrag und sehr viel Bildungsarbeit dazu, dass das abgeschafft wird. Noch sind wir aber nicht dabei. Also alleine das Postkoloniale als Begriff zu besprechen und in die Diskussion einzubringen, heißt noch nicht, dass man auch die Dimensionen durchdekliniert hat, in denen das eine Rolle spielt, ob es wirtschaftliche, kulturelle oder in der Schulcurricula sich wiederfindenden Aspekte sind. Würden Sie denn sagen, dass das lineare historische Verständnis ein Erbe des Kolonialen ist? Also um zu verstehen, also sollte man jetzt in den Curricula zumindest die Frage stellen, ob dieses lineare Verständnis, dass es irgendwann mal einen Ursprung der Demokratie bei den Griechen gegeben habe und dann kommt, naja gut, das würde man heute nicht mehr sagen, dass da irgendein dunkles Mittelalter folgt irgendwann mal und dann eine helle Neuzeit, das sagt, glaube ich, kein Mensch mehr, aber doch irgendwie ist das Mittelalter ein Problem und hat nicht so wahnsinnig viele Quellen und dann kommt eine Zeit, da hat man irre viele Quellen, nämlich die Renaissance und dann geht das so weiter, Neuzeit nennt man das dann. Ist das schon ein Problem, wenn man die Dinge so sieht oder ist das eine Verzerrung, sagen wir es mal so, wenn man die Dinge so sieht? Genau, das ist schon mal eine andere Frage als die ursprüngliche. Ich würde nicht sagen, dass das lineare Zeitverständnis ein Erbe des Kolonialismus ist, aber ich würde schon sagen, dass es ein sehr europäisch geprägtes Denken ist. Mhm. Ich will aber deswegen Europa und Kolonialismus nicht gleichsetzen, das wäre allzu verkürzt. Mhm. Aber es gibt viele andere Vorstellungen von Zeit, von zyklischer Zeit, von unterschiedlichen Zeitverständnis, das zugrunde gelegt werden kann. Durchgesetzt hat sich, und da spielt Kolonialismus eine Rolle, die lineare Zeit als Erfindung auch einer europäischen Selbsterzählung durch den europäischen Kolonialismus. Und das ist eine Folge und nicht unbedingt eine intendierte Folge davon, aber der Kolonialismus spielte eine Rolle. Europa hat für sich selbst auch dieses lineare Zeitverständnis, in dem die Tatsache, dass das Mittelalter dunkel war, eigentlich auch gar nicht mehr so erzählt werden darf, außer dass die lineare Entwicklung tatsächlich sich aus der Wiege der Zivilisation mit Griechenland speist und dass das Mittelalter eigentlich so ein unerwünschtes Intermezzo war, weil wenn man das anders herum erklärt, müsste man die Beiträge des dunklen Mittelalters in Europa auch ganz anders auffassen. Man müsste sagen, im Vergleich zu was war das ein dunkles Mittelalter? Im Vergleich zu dem aufstrebenden Nahen Osten, Westasien,
wie auch immer, von welcher Perspektive man das nennt, im Vergleich zu den wissenschaftlichen, mathematischen, philosophischen Errungenschaften in dieser Region, in dieser Zeit, in der Europa nicht viel vorzuweisen hat. Und nur dann klappt das lineare Verständnis, wenn man sagt, Europa ist seit der griechischen und römischen Antike großartig. Da gab es dann so eine Pause, können wir jetzt nicht so ganz erklären. Aber dann ging es wieder aufwärts, weil es eigentlich in der fortschrittlichen, wissenschaftlichen und aufgeklärten Zeit angelegt war, dass diese bereits begonnene Linie weitergeführt wird. Aber postkoloniale Ansätze, wie man das so schematisch heute nennt, haben ja auch immer untergründig den Anspruch, dass die Analyse von unbewussten oder jedenfalls selbstverständlich gewordenen kolonialen Abhängigkeiten, sei es ökonomischer Art oder denkerisch epistemologischer Art oder im Sinne der sozialen Beziehungsweisen, dass das Bewusstsein darüber etwas Befreiendes habe. Das Bewusstsein über... Dass das so ist, etwas Befreiendes habe. Mhm. Und zwar Befreiendes sowohl für diejenigen, für die Kolonisatoren wie für die Kolonisierten. Mhm. Ist das in dem Denken drin? Also man könnte sich ja fragen, ja, warum sollen wir uns das eigentlich klar machen? Mhm. Hat es sozusagen eine emanzipative Seite, dieses Denken? Darauf will ich raus. Emanzipatorisch, emanzipativ wäre das dann, wenn es zwei Parteien gibt, von denen die eine die andere befreit oder die eine sich von der anderen emanzipiert. In dem Falle ist eigentlich eine Perspektivierung im Sinne der Bedeutung des Kolonialismus etwas, was mit Selbstreflexion zu tun hat, was mein Fach, die Soziologie, eigentlich unser Fach, sehr gut kann. Nur, dass es selten auf sich selbst in dem Maße anwendet, dass es die eigenen Kategorien auf die Machtansprüche, die sie transportieren, anwendet. Und die Tatsache, dass man solche Phänomene wie Klassenkonflikt im Zentrum der Soziologie stehen und standen, solche Phänomene wie, Marx nannte sie Proletarisierung, also Verarmung, große Themen des 19. Jahrhunderts im Zentrum des Faches standen, führte dazu, dass andere Phänomene, zum Beispiel der transatlantische Sklavenhandel, die Kriege, die im Zuge der Kolonisierung geführt wurden, nicht als große Themen der Soziologie auftraten, obwohl sie ganz zentral zu den Veränderungen beitrugen, die in dieser Zeit genauso stattfanden. In der Zeit, in der Marx und Engels 1848 das Kommunistische Manifest schreiben und sagen, Klassenkonflikt ist das größte Problem, mit dem wir uns konfrontiert sehen, findet ein Kampf um Ressourcen in Europa statt, der gravierend ist, aber 12% der europäischen Bevölkerung wandert in die Kolonien, in die amerikanischen Kolonien. 12% weniger kämpfen also um Ressourcen in Europa. Und das findet nirgendwo groß Erwähnung, weil der Blick nach innen gerichtet ist. Und dieses nach innen, nach Europa und eigentlich nach Westeuropa und eigentlich nach Nordwesteuropa gerichtete Blick ist eine provinzielle, eine fragmentierte Beschreibung von Realität, die dann als Modell für den Rest der Welt verkauft wurde. Hier hat Fortschritt, Entwicklung, Modernisierung und Industrialisierung stattgefunden. Wenn ihr so werden wollt wie wir, habt ihr das genauso anzuwenden. Nun lässt sich das nicht anwenden in Situationen, in denen Kolonisierung 300 Jahre oder 500 Jahre weitergeführt wurde, in der ökonomische Abhängigkeiten und Konditionalitäten, die Kredite bestimmen und so weiter. Also lässt sich das nicht übertragen. Insofern ist alleine schon die Analyseeinheit Gesellschaft in der Soziologie eine, die von einem bereits erfolgten Weg hin zum Nationalstaat ausgeht. Und ab diesem Nationalstaat wird verglichen, wer mit wem, also wie könnte Luxemburg sich mit Brasilien vergleichen, ist in der Soziologie theoretisch ein legitimer Vergleich. Sollte es aber nicht nur aufgrund der Größe nicht sein, das leuchtet vielleicht einem am unmittelbarsten ein, aber sollte allein deswegen nicht
zulässig sein, weil der Weg der beiden Territorien zu Staatlichkeit ein komplett anderer war und sehr unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattgefunden hat und eigentlich viel mehr Prozesse diese Territorien verbunden haben, nicht nur Luxemburg und Brasilien, sondern Europa mit den Amerikas, die im Vordergrund stehen sollten, aber es kaum tun. Haben jetzt, wenn wir jetzt mal auf Lateinamerika schauen, wir haben jetzt im Augenblick, Lateinamerika hatte mal so in den 10er Jahren dieses Jahrhunderts irgendwie eine relativ große Zeit. Argentinien, ging's ziemlich gut auf. Ich erinnere mich, dass ich glaube 2008 in Buenos Aires war und dann sagten die, hier ist es so wie Kreuzberg in dem Stadtteil und da kannst du Illy-Kaffee trinken gehen und irgendwie. Und ich habe auch irgendwelche Geschäfte gefunden, in denen man gebrauchte Kleider kaufen konnte, Second Hand und so weiter und dachte, ja klar, das ist jetzt hier alles, wird jetzt irgendwie so ein bisschen wie Kreuzberg so langsam. Man kann also auch irgendwie überall diese Drinks kriegen und so weiter. Und ich fand das irgendwie gar nicht so schlimm und dachte, ja, so ist es halt. Da gibt es einen großen Busbahnhof in Buenos Aires, da haben wir angeguckt, okay, die fahren hier alle mit dem Bus und dann kommt jede Minute so ein Bus hier raus und das war schon alles sehr beeindruckend. Na gut, da gibt es auch wenig Eisenbahnen und so. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ach, das ist der Gang der Geschichte, so geht das jetzt. Und jetzt sieht es ja ganz anders aus in Argentinien. Es gibt eine sehr schwierige Situation im Augenblick. Ich kenne Leute, die in Uruguay leben, die fangen an, Angst zu haben über die Entwicklung in Lateinamerika und sagen, hier gibt es unterschiedliche Beutestrukturen im politischen Prozess und wir wissen überhaupt nicht mehr, an wen wir uns hier halten sollen. Ist das ein Ergebnis auch einer nicht abgeschüttelten Kolonialität? In diesen zwei Fällen kann man das auch konkretisieren, aber insgesamt könnte man das über die gesamte Entwicklung in der Welt auch schon seit der Pandemie und nicht nur daran festmachen, wer eigentlich Gewinner und VerliererInnen von sich zuspitzenden Prozessen sind. Und wir wissen, auch vor der Pandemie lebten wir in der ungleichsten Welt, die wir jemals hatten. Und die Ungleichheit zwischen Arm und Reich, die nicht nur Einkommensungleichheit, sondern auch Vermögensungleichheit, ist in ehemaligen kolonisierten Gebieten viel stärker als in Europa und zum Teil also in Teilen der USA. Und das hat eine eigene Geschichte, warum das in den USA zweigeteilt ist. Aber dass diese Ungleichheit mit solchen Phänomenen wie eine Pandemie, die dazu beigetragen haben, dass alle Ungleichheiten nochmal verstärkt wurden, nochmal zugespitzt wurden, ist vielleicht sogar sichtbarer geworden. Einiges wäre und ist bestimmt in Südamerika auch ohne Pandemie, ohne Zuspitzung dann passiert, aber vielleicht nicht so schnell. Das hat etwas damit zu tun, dass die Ungleichheitsverhältnisse gesetzt wurden durch viele Prozesse, nicht nur den Kolonialismus, sondern auch als Erbe des Kolonialismus, was für Strukturen dort etabliert wurden. Die Tatsache, dass große Teile der Bevölkerung lange Zeit nie wählen durften. Also in Brasilien lange Zeit versklavten Menschen, auch nach der Abschaffung der Sklaverei, eine ganze Zeit lang weder zur Schule gehen durften, noch wählen durften, noch, da kann man sagen, das ist jetzt aber auch sehr lange her. Ja gut, Brasilien war zwar das letzte Land, das die Sklaverei abgeschafft hat, 1888, aber so ewig her ist es zum einen nicht. Zum anderen muss man sich überlegen, was dann, wie dann ein Land in die Unabhängigkeit und ohne Sklaverei entlassen wird. Ein Land, in dem eigentlich das meiste von der Plantagenökonomie lebt und in dem diejenigen, die davon profitieren, eine sehr kleine Minderheit sind, die auch kein Interesse an Demokratisierung, an Industrialisierung und an Vervielfachung und Diversifizierung der Industrie haben, weil das ja schon sehr gut läuft, so wie es läuft, mit oder ohne versklavte Arbeit. Da gab es noch Vertragsarbeit, da gab es andere Formen, die administrativ vielleicht anders aussahen, aber nichtsdestotrotz die gleichen Strukturen weitergeführt haben. Ein sehr bekannter deutscher Soziologe, der lange in Chile und Brasilien auch gelebt hat, André Gunder Frank, hat dafür den Begriff der Lumpenbourgeoisie
geprägt mit einer Anleihe bei Marx vom Lumpenproletariat und einem zusammengesetzten Begriff, die Lumpenbourgeoisie in Lateinamerika, war für ihn diejenige Klasse, die nie für die nationalen Interessen gekämpft hat oder Interesse daran hatte, Industrialisierung oder Demokratisierung einzuführen, sondern nur zur Unterentwicklung, also zur aktiven Unterentwicklung dieser Territorien beigetragen hat und nur für das eigene Interesse zum einen und für den eigenen Konsum, meist Luxuskonsum, sich mit den Eliten der Metropolenländer oder der ehemaligen Kolonialmächten sich alliiert hat. Und insofern war eine solche Klasse so eine vermittelnde Position, hat aber nicht vermittelt, sondern sie hat eigentlich nur für sich selbst gewirtschaftet. Insofern macht Gunter Frank so diese Parallele zum Lumpenproletariat. Das Lumpenproletariat ist das, was nie politisch werden wird, was nie sich dem Proletariat anschließen wird und revolutionär wird, weil es apolitisch ist, weil es nur für das eigene Interesse wirtschaftet. Das ist dann aber im Falle Lateinamerikas die Lumpenbourgeoisie. Wenn ich mit meinen Studierenden darüber rede, sind sie oft fasziniert von den Parallelen zu der heutigen Zeit. Und im ersten Semester sind sie dann noch skeptisch und im vierten wollen sie die Masterarbeit darüber schreiben, dass genau das in Argentinien gerade passiert, dass genau das in Brasilien gerade passiert und nicht nur. Insofern auch das, und ich bin froh, dass auch die Studierenden erstmal darüber nachdenken, ob man das so ohne weiteres, Gunter Frank hat das in den 70er Jahren geschrieben, heute übertragen kann. Aber durchaus Parallelen sind dort zu finden in Prozessen der Elitebildung. Elite nicht in einem positiven Sinne, sondern im negativen Sinne von einer Oberschicht, die eigentlich nur für den eigenen Profit wirtschaftet. Und das spitzt sich mit einer insgesamt ansteigenden Ungleichheit in einem kapitalistischen System, in dem wir uns finden, immer mehr zu. Wenn die Strukturen bereits angelegt sind, dass diese Ungleichheitsschere nur noch weiter zu werden braucht, dann passiert das natürlich schneller und leichter. Vielleicht lassen wir mal einen kleinen Moment bei Argentinien bleiben, weil viele Theoretiker, die heute für eine durchdringende, also nicht einfach ein postkoloniales Denken, was sagt, jetzt machen wir alles neu, sondern nach diesen Spuren der Kolonialität sucht. Walter Mignolo, glaube ich, ist Argentinier, Ernesto Laclau ist, glaube ich, auch Argentinier. Hat das einen Sinn, dass gerade die aus Argentinien sind? Und ich weite das mal auf, der Peronismus war ja ein ganz großer, das kennen Evita Perón, kennen Sie vielleicht alle schon mal. Das war eine sehr wichtige nationale Definition von Befreiung. Mhm. Und ich weiß, dass der gegenwärtige Papst relativ gut über all diese Dinge Bescheid weiß. Und manche Leute im katholischen Denkraum sagen, das ist auch noch ein Peronist eigentlich, nochmal so von seiner Art und Weise, wie er auch über die Kirche der Armen denkt. Mhm. Ist das auch damit ich nochmal herankomme, besser verstehe, ist das auch eine koloniale Strukturierung oder ist es gerade kein Zufall, dass die wichtigen Denker einer durchdringenden Dekolonisierung, dass die zum Beispiel aus Argentinien kommen? So habe ich es noch nie gesehen, dass die Argentinität diese Denker verbindet. Da könnte man sagen, Enrique Dussel ist auch Argentinier. Das würde Ihre These noch zuspitzen. Ich finde, das Denken in nationalen Kategorien verwirrt uns eher, als dass sie uns hilft. Das würde auch solche großen Namen wie Aníbal Quijano aus Peru, großer Denker der Dekolonialität, außen vor lassen, was ja oft mit den Andenländern in Lateinamerika passiert. Das sollten wir nicht auch fortführen. Aber auch Teotônio dos Santos in Brasilien, großer Denker der Dependencia, wird auch oft weggelassen. Rui Mauro Marini und andere gehören dann auch dazu. Das würde wiederum, also gut, bis auf Quijano aus Peru, dazu führen, dass sich wieder die Argentinien, Brasilien den Wettbewerb wieder auf den Plan rufe. Das will ich gar nicht. Es gibt in Bolivien Silvia Rivera Cusicanqui, große Denkerin. Ich glaube,
Also das nationale... Mein Punkt war nur, dass Perón eine nationale Konstitution von Befreiung vorstellt. Aber das würde sich beißen mit einer tatsächlich dekolonialen Perspektive. Ah, okay. Weil die dekoloniale Perspektive nie in nationalen Kategorien denkt oder denken sollte. Also das ist nicht die Basis, das ist nicht die Analyseeinheit, das Projekt ist nicht die Befreiung der Nation, weil die Nation ein koloniales Konstrukt ist. Darauf wollte ich raus. Also. Ja, darauf wollte ich raus und dann das sozusagen nachschieben, wir wollen kein Name-Dropping machen, nur es ist halt ein außerordentlich einflussreiches Buch gewesen von Benedict Anderson über die vorgestellte Nation. Und Benedict Anderson war überrascht, das war sozusagen ein Götz mit seinem Bruder, der ist sehr viel in der Welt unterwegs gewesen, hat gerade die Länder sich angeschaut, über die wir reden, und hat dann die überraschende Beobachtung gemacht, dass Befreiung in etwa in Lateinamerika, aber auch in anderen Ländern, auch in der Levante teilweise, immer wieder in das Befreiung immer mit Nationalisierung gedacht wird. Also dass das Nationenthema eigentlich ein Thema der Befreiung ist. Ist das sozusagen etwas, was dann möglicherweise auch zu einer Schwierigkeit dieser Befreiungsbewegung geführt hat, dass sie sich dann doch in nationalen Kategorien verstanden haben? Also Benedict Anderson meinte, ist sozusagen, er war ein Linker und sagte, ich bin ja gegen Nation, als Linker bin für Klasse und nicht für Nation und sehe, nein, die Befreiungsbewegung sind eigentlich glühende Nationalisten, in gewisser Weise, die ahmen doch nach, was in Europa passiert ist, nämlich die Einheit von Einheit und Freiheit. Ja, das ist aber ein Mythos. Die Nationalstaatsform ist eine Erfindung, die es in dieser Form eigentlich nie so gegeben hat. Das, was uns vorgehalten wird und auch gerade den unabhängig gewordenen Staaten in Asien und Afrika nach dem Zweiten Weltkrieg vorgehalten wurde, werdet wie wir, war vor allem das französische Beispiel als Paradigma des Nationalstaates. Aber Leute, die sich mit der Geschichte des Kolonialismus, vor allem in Frankreich, beschäftigt haben, Historiker Frederick Cooper ist einer von denen, sagte, ja, aber eigentlich gilt dieses Kriterium von Einheitlichkeit des Nationalstaates für Frankreich so erst spätestens oder frühestens ab 1962, als Algerien unabhängig wird. Bis dahin ist Frankreich ein Imperium. Dass es nicht so proklamiert wird und das immer darauf hart wird, dass Frankreich ein Nationalstaat ist, hat aber mit der Realität nichts zu tun. Also ja, viele Befreiungskämpfe finden in den Kategorien der Verheißungen der Moderne statt und darunter ist der Nationalstaat eine große Verheißung, weil sie ja Kontrolle verspricht und deswegen sind viele antikoloniale Kämpfe nationale Kämpfe. Antikolonial heißt aber nicht dekolonial, deshalb würde ich da den Unterschied machen, die Macht auf einer staatlichen Ebene ansiedeln zu können, in dem Abkapseln von der Kolonialmacht ist ein Schritt in Richtung Befreiung. Das Dekoloniale würde darin bestehen, diese Kategorien tatsächlich zu hinterfragen und vielleicht ganz hinter sich zu lassen. Also dann ganz neue Formen der Organisation für sich zu denken, teilweise auch wieder zu entdecken. Die gibt es ja, die wurden ja aber lange delegitimiert. Es gibt keine andere Organisationsform, es gibt keine andere Form der Besteuerung, der Kontrolle, der gemeinschaftlichen Zusammensetzung. So, aber können Sie uns mal zwei, drei solche Machtmodelle sagen, die eher einen dekolonialen Charakter haben? Ja, sehr in der Literatur zur Dekolonialität besprochen wird das Beispiel der Zapatistas in Mexiko, in Chiapas, deren Motto Mandar Obedeciendo ist, also befehlen, indem man gehorcht. Also eine Art zu regieren, die im Gehorsam eines gegenüber eines jeden Einzelnen in der Gemeinschaft besteht.
Form der Gemeinschaft, sogenannte Caracoles oder Schnecken, wegen der Schneckenform, die sich nach der Zusammensetzung in einem Gemeinderat richten, in dem die schwächste und die langsamste Person als Maßstab genommen wird. Das sind keine Machtmodelle, das sind Modelle der Organisation, weil sie ja bewusst Macht anders denken und Macht abgeben und das als Stärke ansehen. Mhm. Das habe ich jetzt nicht gut übersetzt, aber ich glaube nicht, dass es eine gut klingende Übersetzung von Mandar obedeciendo ist. Also regieren durch Gehorchen, wer vielleicht kommt dem am nächsten. Mhm. Und das wäre etwas, was sozusagen originärer wäre im Sinne der Befreiung, oder wie soll ich das verstehen? Nein, es ist eine kritische Hinterfragung der Machtverhältnisse, die heutige bestehende Kategorien mittransportieren. Mhm. Originär würde heißen, es gibt irgendwas Präkoloniales, was wir hinüberretten können. Das gibt es nicht. Es gibt keinen Ort, keinen Prozess, keinen Teil der Welt, der nicht schon durchdrungen wurde von dieser von kapitalistischen modernen Strukturen und von den Machtmodellen, die damit transportiert werden. Deswegen die Hoffnung, irgendwas noch zu retten, vielleicht Sprachen, aber auch die haben wahrscheinlich auch in ihrer Struktur irgendwas Modernes abbekommen im negativen Sinne. Insofern irgendwas Originäres, Authentisches, essentialistisch anders, das ist eine Illusion und sogar eine gefährliche und auch ein Staatsprojekt, das sich darauf gründet, wäre ein sehr gefährliches Projekt, das eigentlich von rechten nationalistischen Tendenzen sonst wo nicht zu unterscheiden wäre. Alle jetzt Theorien der Dekolonisierung sind tendenziell antikapitalistisch verfasst. Mhm. Ich kenne jedenfalls keine, die es nicht ist. Nun wissen wir ja im Augenblick, sagen wir es mal so, dass der Kapitalismus uns zumindest in meiner Lebenszeit wird er uns sicher nicht verlassen. Und ich vermute auch, wir sind auch ein paar, die ein bisschen jünger sind als ich. Ich würde mal sagen, auch wenn Sie sind jetzt so Anfang, vielleicht so Ende 20, ich glaube auch in Ihrer Lebenszeit wird der Kapitalismus uns nicht verlassen. Vielleicht ist es ja so, dass der Kapitalismus eigentlich nach 80 Jahren versucht, den Kapitalismus zu überwinden, zum Beispiel in der Sowjetunion, ja noch stärker geworden ist. Musste das nicht eine Anfrage an das dekoloniale Denken sein, dass sozusagen ein Element in diesem Denken, nämlich das Antikapitalistische, im Augenblick als das Verrückteste, den verrücktesten Teil, den irrationalsten, der irgendwie sozusagen geträumteste Teil der ganzen Analyse ist. Das ist doch Träumerei. Also wenn wir im Kapitalismus immer größer werdende Ungleichheit haben und uns die Utopie auch noch genommen wird, dann wird es ja ganz düster. Das würde ich schon aus Prinzip nicht wollen. Aber ich finde nicht, dass es verrückt oder irrational ist. Ich finde, antikapitalistische Tendenzen oder eigentlich die Richtung oder die Basis im dekolonialen Denken, speist sich auch aus einer anderen theoretischen und politischen Genealogie mit der Weltsystemanalyse, die immer wieder prognostiziert hat, dass sich diese Zuspitzung von Ungleichheit im Weltsystem eigentlich genau das ankündigt, das Ende des Kapitalismus. Dadurch, dass diese Polarisierung irgendwann tatsächlich zu Zusammenbrüchen in sehr vielen Systemen, in sehr vielen Teilen der Welt führen wird. Und wir sehen das, was Ungleichheit angeht, indem wir, wenn wir uns die Berichte der Oxfam zum Beispiel ansehen, alleine schon in den letzten 10 Jahren, hieß es erstmal, die allerreichsten Menschen der Welt, die so viel besitzen wie die andere Hälfte der Menschheit, würden in einen Airbus 300 irgendwas passen. Und 2 Jahre später hätten sie in einen Doppeldeckerbus gepasst, weil es weniger waren, die so viel besaßen wie die Hälfte der Menschheit. Und mittlerweile sind es, glaube ich, mit Namen bekannt 10 oder 8 Personen. Und das in einer, wir brauchen keine Lebensspanne so nennen, sondern in einem Zeitraum von 10, 12 Jahren. Mhm. Insofern
wir leben in der ungleichsten Welt, in der wir jemals gelebt haben. Und das führt dazu, dass sich diese Ungleichheiten weiterhin zuspitzen und sie auch zu radikalen Projekten führen und radikale Tendenzen und revolutionäre Tendenzen begünstigen. In der Sowjetunion wurde ja laut der Weltsystemanalyse, also nach der Analyse von Immanuel Wallerstein, eigentlich gar kein Sozialismus oder eine Überwindung des Kapitalismus versucht, sondern was versucht wurde im kompletten Ostblock, war ein Verhindern des Abgleitens in eine noch schlechtere ökonomische Stellung, also in die Peripherie. Und in der Weltsystemanalyse ist die gesamte staatssozialistische Zeit und die gesamte staatssozialistische Welt eigentlich eine Semi-Peripherie, aber als solche ist sie Teil, Bestandteil, integraler Bestandteil des kapitalistischen Weltsystems. Insofern wurde da nur versucht, die schlimmsten Auswirkungen des Kapitalismus zu vermeiden und nicht Kapitalismus zu überwinden. Die Tatsache, dass der Kapitalismus dort schlimmer geworden ist, hat mit der semi-peripheren Stellung zu tun und nicht damit, dass der Versuch alleine den Kapitalismus verschlimmert hat. Der Kapitalismus ist auf der Ebene des gesamten Systems und nicht Sowjetunion versus Deutschland versus USA und verstärkt sich dadurch auch auf der Ebene des gesamten Systems mit dieser Dynamik. Es gab 1955 eine berühmte Konferenz in Bandung in Indonesien, die zum Gründungsdatum einer damals positiv, sehr positiv verstandenen Entwicklung, dafür stand diese Konferenz, nämlich die dritte Weltentwicklung. Mhm. Und der Begriff der dritten Welt war sehr positiv besetzt damals. Mhm. Es gibt da Beispiele von die eine, sozusagen ein inneres Applaudieren in dieser Situation darstellen. Da sitzt, kommt also Nero, da kommt der Nasser und die sitzen alle zusammen und sagen, so jetzt beginnt ein neues Kapitel der Welt. Wir, die wir alle mal in einer kolonialen Herrschaft unter diesem Joch gestanden haben, wir erheben uns und wir gehen in eine neue Modernität hinein. Die Frauen hatten wunderbarste Kostüme an, die Männer alle Anzüge, es wurde geraucht, was das Zeug hielt, es wurde Whisky getrunken und der Mann, der das alles zusammengeführt hatte auf eine geniale Weise, war Sukarno, der seinerzeitige Staatspräsident von Indonesien. 10 Jahre später war aus dieser Bewegung war alles am Ende. Es hat quasi 10 Jahre gedauert und es war alles wieder vorbei. Und ein Kollege von uns, ehrlicherweise ein Historiker, David von Reybruck, hat ein Buch über diese Konferenz geschrieben und über Indonesien, was vor einiger Zeit erschienen ist, ein Belgier, der auch ein sehr schönes Buch über den Kongo geschrieben hat. Und der hat Leute befragt, die auf dieser Konferenz waren und die jetzt alte Menschen sind, der geht gerne in so Seniorenheime, würden wir sagen, und spricht mit denen und fragt, sagt mal, was war eigentlich und so weiter. Das Buch endet mit einem Interview mit einer Übersetzerin, die hatte gefragt, wie war das damals? Und sie erzählt diese Geschichte, es war unglaublich, es war so ein Aufbruch, es war so eine Freude, es war so eine Selbstbewusstheit da. Hm. Und sie versteht nicht, warum das nach 10 Jahren einfach alles wieder aufgefressen worden ist. Hm. Und er fragt, ja, woran hat es denn gelegen? Wart ihr nicht stark genug? Habt ihr euch nicht verstanden? Warum habt ihr euch nicht zusammenbinden können? Warum habt ihr nicht einen gemeinsamen Aufbruch hinbekommen? Und dann sagt sie, nein, ich weiß, woran es gelegen hat. Es waren die Amerikaner. Es war der amerikanische Imperialismus, es war der Kapitalismus aus den USA, der uns dazu gebracht, der uns quasi die Luft abgedreht hat. Und ich habe mit David von Reybruck darüber gesprochen und habe ihn gefragt, glaubst du das eigentlich, was die sagen? Stimmt das eigentlich, was die sagen? Hast du ihnen nicht gesagt, mal irgendwie gesagt, ja, aber die Amerikaner können es doch nicht alle nur gewesen sein. Was habt ihr denn selber dazu getan oder nicht? Nein, ich wollte die
wir sind ältere Leute, ich will die doch nicht noch irgendwie da in so Gespräche verwickeln. Und dann habe ich gesagt, David, glaubst du das denn? Naja, sicher, es ist der amerikanische Imperialismus. Natürlich gibt es den amerikanischen Imperialismus. Naja, es gab aber doch auch Russland in dieser Sowjetunion damals. Es gab doch eine Gegenmacht. Die hätte das doch verstärken können. Hast du eine Analyse dafür? Warum hat die Sowjetunion denn diesen Weg, diesen Aufbruch nicht verstärkt? Es gab doch die Sowjetunion. Na, die Amerikaner waren stärker. Ja, aber warum waren sie stärker? Antwort, es lag am Kapitalismus. Indonesien hat fast 20 Jahre nach dieser Konferenz hat es ein irrwitziges Massaker in Indonesien gegeben. Da sind etwa 1 Million Kommunisten und Linke ermordet worden. Und zwar nicht von Amerikanern, sondern von Indonesiern. Und das ist bis heute eines der größten Tabus der indonesischen Gesellschaft. Und ich habe, David, hast du Leute danach gefragt? Ja, ich habe sie auch danach gefragt. Was haben sie denn dazu gesagt? Es waren wieder die Amerikaner. Das ist doch eine irrwitzige Erzählung von einem Dritte Weltland. Das zu glauben, dass was man selber getan hat, dass es alles die Amerikaner waren. Oder? Es gibt sehr viele Parallelen, die das erklären würden, zu Indonesien speziell kann ich nicht viel sagen, aber die Tatsache, dass es in vielen Ländern so gelaufen ist, wenn Sie 1955 als Anfangspunkt nehmen, da müssen wir überlegen, wo war die Welt zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Die Dekolonisierung fand ja erst statt. Mhm. Und viele Projekte, ich würde erst mal sagen, es waren nicht nur die Amerikaner, aber ich spreche nicht nur von Indonesien. Insofern hatten die Kräfte, die sich der Sowjetunion widersetzten, auch sehr viel Macht. Und die Sowjetunion war nicht die Alliierte der Dritten Welt. Deshalb ja Dritte Welt, genau. Genau, also die Idee war, die Erste und die Zweite haben den Kalten Krieg und die Dritte Welt ist ja die nicht alliierte Welt. Aber in der Proklamation selbst ist ja eigentlich dieser Zeitpunkt, in dem afrikanische Länder sich immer weiter dekolonisieren. Zu dem Zeitpunkt. Die waren übrigens auch dabei, ne, teilweise. Senghor war auch da, ja. Wer war? Achso, ja. Ja. Genau. Mhm. Senghor, sehr schön. Mhm. 55, glaubt Senghor noch, dass der Senegal, dass viele afrikanische Länder zum neuen Projekt gehören werden, das in Europa geschmiedet wird, namens Eurafrika. Mhm. Das ist ein Tabu, das sehr wenig bis gar nicht besprochen wird in der europäischen Politikwissenschaft, Geschichtsschreibung, bis in die späten 50er Jahre. Nennt sich das Befriedungsprojekt, vor allem vorangetrieben von Frankreich und Deutschland, Eurafrika. Und die Idee ist, dass man afrikanische Kräfte für die Wirtschaften des Westeuropas benutzt und dass man europäische Produkte in den großen afrikanischen Markt verkauft. Voraussetzung, sie sind noch Kolonien dieser europäischen Mächte. Womit nicht gerechnet wird, ist, dass sie sich dekolonisieren. Dass das dazu beiträgt, dass ein gemeinsames Projekt bereits dekolonisierter Länder destabilisiert wird, nicht durch die Dekolonisierung alleine, sondern dadurch, was ausgelöst wird. Natürlich der französisch-algerische Krieg, der dann mit der algerischen Unabhängigkeit endet, ist ein blutiger Krieg, der andere Allianzen, andere Solidaritäten verhindert, verspätet und so weiter. Die Intervention damit, Angola nicht von Portugal unabhängig wird und Kuba intervenieren muss, führen alle Energien in eine andere Richtung als die der horizontalen Solidarisierung von Dritte Weltländern. Und natürlich ist der US-Imperialismus da sehr stark, aber nicht die alleinige Kraft. Es ist das Gleiche wie wenn, deswegen habe ich
von vielen Parallelen in anderen Ländern gesprochen, so ein bisschen die gleiche Erzählung zu sagen, die Indonesier haben Indonesier umgebracht und da können keine anderen schuld sein, wie im Falle der Erzählung von Konflikten in Afrika. Das heißt, es sind diese tribalen Strukturen, die sie dazu führen, dass sie sich ständig gegenseitig bekriegen. Nicht die Tatsache, dass in Berlin 84, also 1884, 85, diese geraden Grenzen in Afrika gezogen wurden, teilweise durch Dörfer, durch ethnische Gemeinschaften, durch religiöse Gemeinschaften, und man gesagt hat, du gehörst jetzt dieser Gemeinschaft und du dieser, und du hast diese Rechte und der hat keine. Und dass man dann diese unabhängigen Länder dann auf sich alleine gestellt lässt und sich dann wundert, was sie sich da bekriegen, während Frankreich bis heute noch die Goldreserven ihrer ehemaligen Kolonien kontrolliert, obwohl der Kolonialismus vorbei ist, obwohl diese Länder unabhängig sind, kann man nicht voneinander trennen. Ist es der französische Interventionismus? Naja, es gibt französische Militärbasen bis heute in vielen Teilen Afrikas. Westafrika und Zentralafrika haben jeweils eine Währung, die heißt der westafrikanische Franc und der zentralafrikanische Franc. Die sind mittlerweile an den Euro gekoppelt. Das Projekt Eurafrika ist damit nicht komplett verschwunden. Heute redet kaum einer davon. Insofern, nein, es waren nicht nur die Amerikaner, aber auch nein, es waren nicht nur die Indonesier. Sie müssen leider, ich muss jetzt noch einen Schluck aus der Pulle nehmen. Es ist wirklich, ich muss hier einfach, es gibt einen wirklich, wie ich finde, einen der interessantesten Marxisten, der mir in Deutschland untergekommen war, ist es Elmar Altvater. Und Elmar Altvater hat eine sehr interessante Idee eines ökologischen Marxismus in seiner Spätphase entwickelt. Und sein zentrales Konzept ist das der Inwertsetzung. Also er hat so diese Idee, dass eines der furchtbarsten Mechanismen des globalen Kapitalismus ist, dass die Menschen dazu verleitet, Dinge, die sie natürlich in Anführungsstrichen, eine natürliche Solidarität, die ausgebildet ist auf sozusagen, wie soll ich sagen, autochthonen Strukturen, kaputt macht, in der darüber eine Logik der Inwertsetzung gestülpt wird. Also beispielsweise, dass es Volksmedizin gibt, die deren Verteilung bestimmten Solidaritätsmustern folgt, die wird quasi eine pharmazeutische Logik übergestülpt durch Inwertsetzungsstrategien, und damit wird den Menschen sozusagen geraubt ihr selbstorganisatorisches Wissen. Etwa so argumentiert Alma Altvater. Und jetzt gibt es einen Aufsatz, der, wann ist der erschienen? Ich glaube 2017, der mich damals sehr beeindruckt hat, von Dibesh Chakrabarty. Der hat die Überschrift "The Politics of Climate Change is More than Politics of Capitalism". Dieser Aufsatz hat den zentralen Ansatz: Wir haben eine Veränderung in der Welt, die man Klimawandel nennt oder Erderwärmung, die für viele, viele in ihrem Verständnis auf kapitalistische Strukturen zurückgeführt wird. Und daraus entsteht die Idee, dass man könne dem Klimawandel nur Herr werden, wenn man dem Kapitalismus Herr wird. Und die Argumentation von diesem Denker, der nun jedenfalls von seiner Herkunft her kein Denker aus Europa oder aus den USA ist, obwohl er dort in den USA lehrt, ist, dass diese Idee, dass der Kapitalismus, die Bewältigung des Kapitalismus, die Bewältigung der Klimakrise beinhalten würde, ist eine der größten und gefährlichsten Illusionen der Menschheit. Weil man nicht versucht, über die Problematik der Klimakrise nachzudenken oder des Klimawandels, sondern über die des Kapitalismus. Und die Tendenz dieses Aufsatzes ist: Befreit euch von der Kapitalismustheorie, denkt anders, sonst werden wir denkerisch der Erderwärmung nie Herr werden. Darauf will ich hinaus, ist in Theorien der Befreiung, die wir heute auch der Befreiung von den
furchtbaren Entwicklungen, die sicherlich mit der Erderwärmung, die wir noch gar nicht richtig verstehen, ich bin absolut von überzeugt, da ist noch, steht uns noch einiges bevor. Also ich will das überhaupt nicht kleinreden. Auch der Entwicklungen über, Sie haben vollkommen recht, die Strukturen von globaler Ungleichheit haben sich auf eine paradoxen Mustern extremisiert. Das finde ich auch alles. Ich glaube nur, dass das Theoriegemisch, in dem dann die zentrale Variable der Kapitalismus ist, dass das uns in die Irre führt. Können Sie das verstehen, dass ich das denke? Steht Ihnen frei. Nein, das sowieso, steht Ihnen sowieso frei. Aber Sie wissen, worauf ich hinaus will. Ne? Ich wollte sicher sein, dass ich verstanden habe, wie Elmar Altvater sich zu Chakrabarti in ihrer Erzählung... Der Punkt, dass Altvater ist eigentlich ein Theoretiker, der sagt, das ist eigentlich ein Problem der Intensivierung des Kapitalismus, der die sozusagen die Natur auch noch zur Ware macht. Aber beeindruckt hat Sie Chakrabarti, nicht Altvater. Ich fand der Altvater auch sehr beeindruckend. Ich fand es eine sehr konsistente Argumentation. Ich hatte das lange Zeit, dachte ich, ja, da kommt man vielleicht mit weiter. Ich hatte ein bisschen Probleme, als ich dann mal angefangen, über Entwicklungstheorien nachzudenken. Da kam ich ein bisschen in Probleme mit Altvater. Aber jetzt merke ich, wenn ich ernsthaft denke, dass ich mich mit solchen Themen, mit solchen Theorien eigentlich nicht mehr aufhalten kann, weil die nicht weiterführen. Ich musste, während Sie von Altvater erzählt haben, an seine Erklärung zum Anthropozän, ja eigentlich auch davon weggeht, zu sagen, wir leben in einem Zeitalter, das vom Menschen geprägt wurde und das hat auch mit den Folgen für den Klimawandel zu tun, sondern wir leben in einem Zeitalter, das vom Kapitalismus geprägt wurde und deswegen sollten wir darüber nachdenken, nicht das Anthropozän dafür verantwortlich zu machen, weil es würde ja heißen, alle Menschen sind irgendwie dafür verantwortlich und wir wissen, dass das nicht so ist, sondern wir sollten vom Kapitalozän sprechen und das Kapitalozän ist eigentlich ein viel präziserer Begriff, nicht nur deskriptiv, sondern vor allem analytisch. Mhm. Wer sitzt an welchem Hebel und wer könnte fossile Emissionen so weit und sofort so zurückfahren, dass es einen Unterschied macht, gegenüber der Person, die dreimal im Jahr von Berlin nach Basel fliegt, um jetzt die Uni Freiburg als Zielort für fossile Brennstoffe da anzugeben. Insofern finde ich das überzeugend, dass das Analytische daran, dass die Präzisierung der Mechanismen und nicht das Fingerpointing, wen schaue ich an und auf wen zeige ich, wenn ich davon spreche, wo liegt die Verantwortung für Klimawandel oder für die Klimakrise. Es ist keine Krise, es ist eigentlich ein im Denken angelegten Muster der Unterscheidung schon vom kartesianischen Dualismus ausgehend, Mensch und Natur und die Natur ist eine Ressource des Menschen, ist ein Moment, der mit dem kartesianischen Dualismus philosophisch begründet wird. Das gibt es bereits religiös begründet vorher. Es wird aber mit der Vorstellung von Fortschritt, mit der Vorstellung von Entwicklung und dann mit der Epoche der Kolonisierung verbunden. Mhm. Und kolonisiert wird eine angebliche Terra Nullius, in der kaum jemand lebt, weil man diese Lebensweise nicht anerkennt oder indem die indigene Bevölkerung dezimiert wird, sodass tatsächlich dann bald niemand mehr lebt. Und die Vorstellung, dass diese Natur diesem Menschen, der aber Kolonisator war, unterliegt oder unterliegen soll und dass die Minen von Potosí dazu da sind, damit sich Europa daran bereichert, sind untrennbar mit Kapitalismus verbunden. Kapitalismus ist aber dann und da würde ich Ihnen recht geben, eine abstrakte Struktur. Wir brauchen tatsächlich auch die Akteure und die Hebel, an denen wir drehen, um zu verstehen, wie an dem Klimawandel jetzt noch geruckelt werden kann. Weil ob wir es jetzt umdrehen, weiß ich nicht. Es gibt ja auch andere Begriffe wie
Planta Cyanogen, ich glaube, das wurde noch gar nicht so richtig gut ins Deutsche übersetzt, was ja an dem Begriff der Plantagenökonomie dranhängt. Ja, und das eigentlich diese Form von Ausbeutung, egal von was, Hauptsache in großem Maße, und dann ein Wegwerfprinzip, wir produzieren erstmal im großen Maße, ob wir es dann auch konsumieren, müssen wir dann gucken, und das ist gar nicht so wichtig, sehr viel damit zu tun hat, dass wir uns in dieser Situation befinden. Also da ist es, glaube ich, mit einem Begriff nicht getan, aber auch nicht mit einem Abtun eines so wichtigen Mechanismus wie kapitalistische Inwertsetzung, sagt Altvater, aber Kommodifizierung von allem, Kommodifizierung von Wasser in vielen Teilen der Welt, Kommodifizierung von Staatsbürgerschaften, Kommodifizierung von, ja, bald Luft, hat was damit zu tun, dass diese Logik der Inwertsetzung weiterhin zu steigenden Ungleichheiten führt. Ist Marx ein Denker der Dekolonialität? Er ist eine Inspirationsquelle, die selber noch dekolonisiert werden muss. Ja, gut. Ich will noch mal vielleicht zum Schluss noch mal diese Idee, es gibt starke und mir sehr verständliche Kritiken von universalistischen Basisannahmen, die nicht noch mal hinterfragt werden, die auch sehr mit einem dekolonialen Denk oder Kritikwelt zu tun haben. Es gibt eine Versuche, die so etwa seit 10, 15 Jahren im Gange sind, zu sagen, es gibt jenseits einer universalistischen Perspektive auch so etwas wie eine planetarische Perspektive. Und diese Zusammenhänge muss man neu versuchen zu denken, was universalistische Fragen, freie Gleichheit für, also sozusagen Freiheit und Gleichheit gleicher zu verteilen und dafür die ökonomischen Mechanismen sich vor Augen zu führen und der Frage einer Verantwortung für den Planeten, der die Lebensgrundlagen bietet, dass überhaupt Menschen in dieser Welt leben können. Und das ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit, denkerisch, wie man das Planetarische und das Universalistische zusammendenken kann, weil ich hänge noch ein bisschen an universalistischen Voraussetzungen und finde das sehr interessant, das zusammenzudenken. Aber ich merke, bei all diesen Versuchen muss man relativ konsequent auf Annahmen verzichten, die uns nicht weiterhelfen, diesen Zusammenhang zu denken. Und ich habe das deshalb versucht, jetzt ein bisschen mit Ihnen durchzugehen, von Perry Anderson mit der Frage des Nationenschemas in Befreiungsbewegungen hin zu der Frage, ist es dann doch am Ende ein antikapitalistisches Schema, das sich an der ganzen Frage des Dekolonisierungsdenkens festmachen lässt, und bis hin zu der Frage, ob wir nicht eigentlich in einer Weltsituation leben, wo andere Arten von Effizienz eine viel größere Rolle spielen, beispielsweise wenn man über Afrika, über Veränderungen von also von Basislebensmitteln, also das ist die Frage, es gibt den Weizen, es gibt den Mais, es gibt den Reis und dann gibt es noch Maniok, und muss nicht sozusagen die Maniok-Technologie sehr viel wichtiger genommen werden in Afrika. Das sind alles Denkweisen einer anderen Effizienz, die versucht, in einer wirklich bedrängenden Situation, mit der wir im Augenblick leben, weltweit zu Rande zu kommen, die eigentlich immer auf die Idee verzichten, dass wir einen einzigen Schlüssel über die Frage des Kapitalismus für das alles gefunden hätten. Und wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie auch sagen, es gibt eigentlich nicht einen Schlüssel zum Verständnis der Welt, oder? Zum Verständnis der Welt sowieso nicht, nein. Aber der Schlüssel kann auch nicht effizient sein, weil dann denken Sie vom Kapitalismus her darüber, wie Probleme der Welt gelöst werden können. Das heißt, es ist auch kein universalistisch angelegtes Denken, weil Sie dadurch ein bereits bestehendes System universalisieren, indem Sie ihm zu viel Gewicht beimessen, indem Effizienz an erster Stelle steht. Effizienz von was, um was zu tun? Darauf wollte ich raus. Okay. Darauf wollte ich raus.
dass wir möglicherweise das eigentliche Problem vielleicht doch darin besteht, dass wir ganz schwer nur eine gemeinsame Sprache für die Probleme finden, mit denen wir zu tun haben. Dass Leute sagen, nein, das ist nicht das Problem, sondern etwas anderes ist das Problem. Und was mich ein bisschen beschäftigt seit vielleicht 10 Jahren, ist der Versuch, gibt es eine Sprache für die Probleme, die wir auf der Welt haben? Mhm. Und nicht nur eine Sprache über das, wie wir, und zwar Probleme, die wir teilen. Wir teilen, also, und der, die Frage des, der Erderwärmung ist offensichtlich ein Problem, das wir teilen. In unterschiedlichem Maße, die Gesellschaften sind unterschiedlich davon betroffen, aber der Klimawandel ist ein Problem, das wir teilen. Und wer sagt, nein, das hat jetzt wiederum mit kulturellen Voraussetzungen zu tun, dass wir das als ein Problem ansehen, das wir teilen, diese Position würde ich nun wiederum nicht teilen. Mhm. Ich glaube, es gibt wirklich Probleme, über die wir uns verständigen müssen. Und ich bin sehr skeptisch, ob eine Theoriesprache, die letztlich doch maxogen ist, uns da weiterhilft. Ich denke da, gut, viele Leute mögen grüne Denker nicht so gerne, vor allen Dingen die lange Zeit Vorsitzende der Böll-Stiftung waren, die das ja alles finanzieren. Aber Ralf Füchs hat, glaube ich, gestern am Sonntag ein Interview gegeben zu Lützi und hat gesagt, dass das ganz große Problem, das für die Grünen auch da ist, ist, dass es letztlich ein bestimmtes Schema zur Erklärung der Weltlage gibt, die darauf rausläuft, dass es eine Lösung dieser Frage nur gibt, wenn wir die und die Arten von Gesellschaftsveränderungen vornehmen. Und dahinter vermutet er letztlich eine Struktur eines antikapitalistischen Denkens, das er verbindet als ein Vermittlungsglied zwischen einem rechten und einem linken systemaversiven Denken ansieht. Das ist eine sehr starke These und eine sehr provokante These, aber mich beschäftigt auch seit vieler Zeit, dass alle Rechten tendenziell Antikapitalisten sind. Und ich mich frage, muss man vielleicht sogar Marx vor dem antikapitalistischen Schema schützen? Also meine Lösung, damit Sie nicht glauben, dass ich jetzt hier zum wirklich ein Anti-Antikapitalisten geworden bin. Meine Lösung ist eher ein konsequentes Denken eines Postkapitalismus und nicht so sehr eines Antikapitalismus. Mhm. Und das ist die interessante Frage, von welchen Voraussetzungen man das eigentlich tun kann. Und ich dachte eine Zeit lang, das dekoloniale Denken könnte dafür eine Plattform sein. Aber dann ist mir wieder klar geworden, na, die sind aber strukturell doch wieder so antikapitalistisch. Und dann dachte ich, das führt doch nicht weiter. Liege ich da falsch oder können Sie mir helfen, dass ich doch wieder zum dekolonialen Denken zurückfinde? Das ist jetzt die Schlusssequenz. Die dekoloniale Perspektive sagt ja von sich selbst, das Dekoloniale ist eine Option, ist nicht die Lösung. Weil die Vorstellung, dass irgendetwas die Lösung wäre, wiederum die Probleme reproduziert, die jedes andere vermeintlich universalistische versprochen hat. Und damit ist auch die Frage verbunden, das Universalistische an der Erklärung der Menschenrechte. Wer ist der Mensch in Menschenrechten? Oder wer ist das Wir, das diese alle Probleme teilen? Sie betreffen uns tatsächlich unterschiedlich, je nachdem, wo wir uns befinden und nicht nur in welcher Klassenlage, sondern auch weltsystemisch in welcher Klassenlage. Mhm. Und wenn man im Kern des Systems lebt, dauert es doch lange, bis man tatsächlich davon betroffen wird, so wie jetzt in Südafrika von Wasserknappheit zum Beispiel. Aber wenn Sie für einen Postkapitalismus plädieren, sind wir ja ein bisschen wieder am Anfang. Da wissen wir trotzdem nicht, was dieses Postkapitalistische ist. Aus der Weltsystemanalyse und aber auch aus der dekolonialen Perspektive her, ist im Postkapitalismus eigentlich ein Weltsozialismus da. Mhm. Und das ist dann wiederum antikapitalistisch. Oder? Okay, sagen wir es so,
Es gibt, also wenn Sie so wollen, die, so viel habe ich vielleicht, ich fasse es mal sehr einfach zusammen. Die postmoderne Perspektive wäre zu sagen, viele Wege führen nach Rom, und die dekoloniale Kritik des Postmodernismus würde heißen, wir wissen gar nicht, wo Rom liegt. Nein, die dekoloniale Kritik würde sagen, viele Wege führen zu vielen Perspektiven und Rom ist uns egal. Okay, gut, dann ist das so. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die dabei waren im Livestream, müssen uns jetzt leider verlassen. Wir werden noch ein bisschen miteinander reden, so Sie das wollen, über das, was wir hier geredet haben. Also vielen Dank, dass Sie dabei waren. Schnitt.